willkommen. Und hier geht's rein. Hier haben wir Strom. Wir brauchen dazu eine Karte. Die bekommt man im Yachthäuschen oder wie auch immer das man nennt. Dort muss man es aufladen. Und was der Verbrauch kostet, kann ich gerade gar nicht sagen. Muss ich nochmal nachschauen. Der bietet etwa für 40 Camperplätze Platz. Im Wasser gibt es noch einige Liegeplätze für Yachten und Schiffe. Ich denke, da wird im Sommer ganz schön viel los sein. Wir laufen jetzt zum Sanitärgebäude. Hier hat man Zutritt nur mit dem Yachthafenpass. Wo man den Yachthafenpass löst, das zeige ich euch später noch. Hier finden wir jetzt die Spülbecken. Da haben wir den Eingang. Wenn wir weiterlaufen, dann kommen jetzt hier rechts die Waschhäuschen mit einem Waschbecken drin. Links sehen wir schon ein paar Duschen, da kommen wir nachher gleich dazu. Hier haben wir die Toiletten, getrennt zwischen Männlein und Weiblein. Soweit war alles sehr sauber und auch viele vorhanden. Das heißt, wir mussten jetzt nie anstehen. Wir hatten immer gleich eine Dusche, es war immer eine Toilette frei. Und hier haben wir jetzt noch ein paar Duschkabinen. Die Dusche funktioniert nur auf Guthabenbasis. Da hinten sieht man das Kästchen. Da legt man den Yachthafenpass drauf. Und wenn das Wasser läuft, wird dann das Geld davon abgebucht. So, hier haben wir dann noch die Mülleimer stehen. Und unter anderem hier hinten einmal eine Entsorgung der Chemietoilette. Wobei weiter vorne auf dem Platz gibt es nochmal eine Entsorgung der Chemietoilette. Hier geht es vorbei an den Liegeplätzen für die Yachten. Wir laufen jetzt nach vorne
zum Gebäude, wo man sich das Ticket zieht, nachdem man den Stellplatz gefunden hat. Hier kann man sich Frischwasser zapfen. Für 50 Cent erhält man ca. 80 Liter. Dann haben wir hier die Ver- und Entsorgungsstation und nochmal die zweite Entsorgung für die Chemietoilette. Der Stellplatz verfügt auch über eine Waschmaschine und einen Trockner. Das Waschen und Trocknen kosten jeweils 4 Euro. Zu unserem Zeitpunkt stand jetzt Waschmittel auf der Waschmaschine drauf. Ich weiß nicht, ob das immer so der Fall ist. So, hier kommen wir nun zum Zahlautomaten. Man kann die Sprache auswählen und dann ist die Bedienung eigentlich sehr selbsterklärend. Man wählt das Wohnmobil aus, wie viele Personen, wie viele Nächte. Dann, ob man eine Zahlkarte haben möchte, die man dann entsprechend aufladen kann mit Guthaben. Wichtig ist, der Automat nimmt kein Bargeld, das heißt, er nimmt entweder EC oder Kreditkarte. So, von der Straße sind wir gekommen über die Brücke. Vorsicht, das Navi sagt nach links, allerdings ist da ein Verbot für Wohnmobile. Das heißt, man muss rechts abbiegen und einmal um das Einwohnergebiet drumherum fahren. Am nächsten Tag haben wir unser kleines Motorboot gemietet. Für 2 Stunden haben wir 50 Euro bezahlt. Wir hätten auch so eine Fahrt auf dem Schiff, wie uns gerade entgegenkommt, machen können. Da gab es Preise zwischen 10 und 20 Euro. Wir hatten aber Bock auf eine kleine Tour zu zweit. Seid gespannt, was uns nachher in den Grachten erwartet hat.
Und jetzt fahren wir hier unter der Brücke durch. Vorsicht, Entchen! Gärtchen so schön angelegt hier. Echt schön. Ente, geh auf die Seite. Ich finde es auch schön, dass die Tulpen und so blühen. Ja, schon gut, das ist Einbahnstraße. Wir waren nun Mitte April in Githorn und ihr seht ja, was im April schon los war. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es zur Hauptsaison aussieht. Da wird der Kanal richtig, richtig voll sein.